wurden entdeckt. Sie haben hier Kinder aufwachsen lassen? Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien, aber sie haben mich immer ignoriert. Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Eintrag 1054, Anlage Telten. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Sie können nichts dafür, was die den anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das alles wird sie härter und stärker machen. Damit lässt sich was anfangen. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schotten Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Sie konnten es nicht wissen. Mag sein. Wir nähern uns meiner Zelle, dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Hey, Arish, wir Kuren. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung.
Sie stehen mir im Weg. Macht sie fertig. Alle töten. Das ist ein Befehl. Hier sind sie. Feuer konzentrieren. Alle Einheiten. Ich will Überlegenheit und zwar sofort. Nichts kann uns aufhalten. Betäubungsschuss bereit. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich's gleich auf seiner Leiche tun. Alles klar. Hab dich. Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage, und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach.
Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es! Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von ihrer lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier! Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Wenn Sie hier fertig sind, sollten wir die Bombe scharf machen und verschwinden. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle.